90er Jahre geht in New York und New Jersey ein Serienmörder um. Dieser Täter war besonders grausam. Er ist gnadenlos und extrem. Es waren bizarre und blutige Taten, verbrannt, enthauptet, zerstückelt. Und völlig mitleidlos. Narzissten halten sich mitunter für unsichtbar und unantastbar. Zum zweiten Mal wurde in diesem Motel eine Frauenleiche gefunden. Wer war der sadistische Serientäter? Welcher kranke Mistkerl tut so etwas? ...1977 wird Detective Alan Grieco aus New Jersey mit einem Rätsel konfrontiert. Man informierte uns, dass eine junge, verheiratete Frau unter mysteriösen Umständen aus einem Apartmentkomplex in Little Ferry, New Jersey, verschwunden war. Marianne Carr war röntgentechnische Assistentin und erst seit kurzem verheiratet. Sie und ihr Mann wohnten in einem Apartment mit Garten. Die Umstände ihres Verschwindens waren merkwürdig. Ihr Ehemann meldete sie als vermisst, obwohl er auf Geschäftsreise war. Marianne Carr taucht zu einer Verabredung mit ihrer Schwiegermutter nicht auf. Besorgt meldet sich ihr Ehemann bei der Polizei. In der Wohnung fanden sich keine Spuren eines Einbruchs, keine zerstörten Gegenstände oder Ähnliches. Niemand wusste, was mit Marianne Carr geschehen war. Während der Abwesenheit des Ehemanns macht ein Nachbar eine Beobachtung, die ihm verdächtig vorkommt. Ein Zeuge, der im selben Haus wohnte, sah an diesem Tag beim Ausparken im Rückspiegel einen Mann, den er für Carrs Ehemann hielt. Was die Polizei nicht weiß, Carrs Ehemann hat Ähnlichkeit mit einem ehemaligen Bewohner der Apartmentanlage in Little Ferry, einem erfolgreichen IT-Fachmann aus New York. Richard Francis Cottingham. Er arbeitete in Midtown Manhattan für eine große Versicherungsgesellschaft. Blue Cross Blue Shield. Dominic Volpe war 13 Jahre lang Cottinghams Arbeitskollege. Richard und ich teilten uns eine Bedieneinheit. Wir redeten viel miteinander. Richard war sehr belesen, wusste immer über Aktuelles Bescheid und interessierte sich vor allem für medizinische Themen. Er war ziemlich klug. Damals war es noch etwas Besonderes, IT-Fachmann zu sein. Unser Rechenzentrum nahm 4 Stockwerke eines kompletten Häuserblocks ein, für 17 Megabyte Speicher. Damals gab es noch keine Gigabytes. Damals war das Neueste vom Neuesten. Das Auffälligste an ihm war, dass er nicht stillsitzen konnte. Ich nannte ihn den Beinzappler, denn er saß immer im Büro und zappelte mit den Beinen und mit dem Rücken. Das ging die ganzen 8 Stunden unserer Schicht so. Auf der anderen Seite des Flusses in New Jersey. Detective Grieco, der mit den Ermittlungen im vermissten Fall Marianne Carr befasst ist, wird zu einem Leichenfund in einem Motel nahe des Flughafens gerufen. Die Frau trug eine weiße Krankenschwesteruniform. Nun war Marianne Carr kein Vermisstenfall mehr, sondern ein Mordfall. Ihre Leiche lag zwischen dem Bürgersteig und diesem Zaun.
Die Leiche wies Fesselspuren an Hand- und Fußgelenken auf. Wie sich herausstellte, stammten diese Fesselspuren von Handschellen. Und dann gab es auch noch Würgemale an ihrem Hals. Die Ermittler vermuten, dass der Täter Marianne Carr aus einem Fahrzeug geworfen hat. Aber konkrete Spuren gibt es keine. Wir hatten keine Ahnung, wie sie zum Fundort gelangt war, wieso man sie dort abgelegt hatte und wer dafür verantwortlich war, dass sie überhaupt ihre Wohnung verlassen hatte. Und dieser Fundort wird nicht zum letzten Mal zum Schauplatz eines Verbrechens. Die grausige Geschichte hat gerade erst begonnen. Im Dezember 1977 wird die Leiche der röntgentechnischen Assistentin Marianne Carr auf dem Parkplatz eines Motels in New Jersey gefunden. Da konkrete Spuren fehlen, sind den Ermittlern um Detective Alan Grieco die Hände gebunden. Es ist immer besser, wenn die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung gehen. Ist dem nicht so, tappt man im Dunkeln und muss sich an jedem Strohhalm festklammern. 99% der möglichen Hinweise stellen sich aber als nicht hilfreich heraus. Zeitgleich hält eine Reihe von brutalen Überfällen in Flughafennähe die Polizei in Atem. Es gab mehrere angezeigte sexuelle Übergriffe im selben Zeitraum. Die Opfer wurden halb bewusstlos entweder am Straßenrand oder in Hotelzimmern gefunden. Alle Übergriffe betreffen Prostituierte aus New York City, wo IT-Spezialist Richard Cottingham arbeitet. Er war seltsam. Meistens, wenn wir nicht über die Arbeit sprachen, erzählte er mir von den Dingen, die er nach Feierabend trieb. Er besuchte gern SM-Clubs und Prostituierte. Cottingham macht keinen Hehl aus seiner Vorliebe für New Yorks Nachtleben. Damals war New York anders als heute. Die Gegend rund um den Times Square war ein regelrechter Sündenpfuhl. Überall gab es Pornokinos und Prostituierte bevölkerten die Straßen. Fotojournalist Alan Tannenbaum arbeitet zu dieser Zeit für die Soho News und porträtiert auf seinen Bildern das Geschäft mit der Lust. Eigentlich war es überall, aber das meiste konzentrierte sich hier auf die umliegenden Blocks. Es war eine sehr zwielichtige und heruntergekommene Gegend. Und gleich hier um die Ecke ist es immer noch so. Die Mädchen standen in den Aufgängen zur U-Bahn, in Türeingängen, in der Nähe der Peep-Shows und sprachen Männer an. Oder die Männer kamen direkt zu ihnen. Man sah den Frauen an, was sie machten. Auf der 8th Avenue befand sich wohl der schäbigste Bereich. Er wurde Minnesota Strip genannt, weil hier die Mädchen aus dem mittleren Westen landeten, die von Zuhältern abgegriffen wurden, kaum dass sie in New York ankamen. Viele von diesen Mädchen waren vermutlich junge Ausreißerinnen und ziemlich naiv. Sie hatten wenig Geld
und gerieten dadurch in die Falle. Und nun greift sich ein irrer Täter diese Frauen, um sie zu misshandeln. Prostituierte werden häufig Opfer von Straftaten. Der Täter kann nicht einfach eine x-beliebige Frau überreden, mit ihm zu kommen, selbst wenn er charmant und freundlich ist. Die wenigsten Frauen lassen sich auf einen Fremden ein. Bei Prostituierten ist es anders. Das ist ihr Job. Sie müssen sich auf Fremde einlassen und auch auf Sex mit ihnen. Der Täter setzt die Frauen unter Drogen, misshandelt sie und legt sie auf der anderen Seite des Flusses in New Jersey ab. Unweit der Stelle, an der auch die Leiche von Marian Carr gefunden wurde. In dieser Gegend gab es viele Motels. Und zwar handelte es sich überwiegend um Stundenhotels. Viele Kunden kamen aus New York City. Einer dieser Kunden ist der IT-Spezialist Richard Cottingham. Er redete immer davon, wie er Prostituierte aus Manhattan weglockte. Er hatte immer unglaublich viel Bargeld dabei, mehrere tausend Dollar. Er zeigte den Prostituierten das Geld und dann nahm er sie mit nach New Jersey. Doch offensichtlich gefällt es Cottingham nicht, für sein Vergnügen zahlen zu müssen. Er sagte immer, er würde sich von niemandem verarschen lassen. Einmal erzählte er mir, wie er sich aus einem Hotel fortstahl, während die Prostituierte schlief. Er nahm ihre Kleider und ihre Wertsachen mit und verschwand. Man weiß ja nie, ob man solche Geschichten glauben soll. Bei mir jedenfalls ging sein Geschwätz zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Immer mehr Prostituierte werden überfallen, unter Drogen gesetzt und irgendwo abgelegt. Eins der Mädchen, Leslie O'Dell, wurde in diesem Motel hier an der Ecke gefunden, im Airport Motel. Der Täter war mit ihr in eine Bar in New York gegangen, das Flanagan's. Das war das Letzte, an das sie sich erinnerte. Das Flanagan's wird auch von Richard Cottingham stark frequentiert. Die Blut- und Urinproben ergaben, dass auch sie unter Drogen gesetzt wurde. Das junge Opfer muss Grausames durchmachen. Als sie gefunden wurde, war sie nur halb bei Bewusstsein und in sehr schlechter Verfassung. Der Täter hatte Analverkehr mit ihr, schlug sie zusammen und biss ihr mehrfach brutal in die Brüste. Prostituierte sind sexuelle Dienstleisterinnen und das ärgert viele sexuell motivierte Serienmörder. So widersprüchlich das klingen mag. Denn viele dieser Täter sehen sich selbst als höchste moralische Instanz und sie wollen Prostituierte erniedrigen und bestrafen, weil sie ihrer Meinung nach ein unzulässiges sexuelles Verhalten an den Tag legen. Man sollte meinen, diese Täter würden ein gewisses Verständnis für Prostituierte aufbringen, aber so ist es nicht. Die meisten haben eine sehr verquere Auffassung von Sexualität. Ab Dezember 1979 werden die Übergriffe auf die Prostituierten immer brutaler. Eine ganze Stadt ist schockiert. Sogar für Manhattan war das eine Riesengeschichte. Ich erinnere mich auch nur deshalb daran, weil es so unfassbar grausam war. Die Einsatzkräfte werden zu einem Zimmerbrand in einem Motel in der Nähe des Times Square gerufen. In den Trümmern werden die Leichen der 23-jährigen Didi Gudarzi und einer anderen, nicht identifizierten jungen Frau gefunden. Beide Frauen waren Prostituierte. Man fand sie in den Betten eines Hotelzimmers. Beide Leichen wurden geschändet.
Der Täter trennt ihnen Kopf und Hände ab und steckt dann die Betten in Brand. Verbrannt, enthauptet, zerstückelt. Und niemand wusste, wer es war. Es war ein Rätsel. Die schreckliche Vorgehensweise des Täters bringt ihm den Namen Times Square Ripper ein. Auch in dem Büro, in dem Dominic Volpe und Richard Cottingham arbeiten, sind die grausigen Taten Thema. Ein Kollege namens Rob kam rein und sagte, welcher kranke Irre tut sowas? Einer Frau Kopf und Hände abtrennen und sie dann verbrennen. Ich sah Cottingham an, der den Kopf schüttelte und sagte, tja, du könntest es gewesen sein oder ich? Ich hielt das für einen Scherz. Die grausamen Morde scheinen in keinem Zusammenhang mit dem Verschwinden und der Ermordung von Marion Carr zu stehen, deren Leiche 2,5 Jahre zuvor in New Jersey gefunden wurde. Wir sahen keinen Zusammenhang. Die Morde fanden in New York City statt. Und der Täter hatte die Leichen geschändet. Damals hatte New York eine sehr hohe Mordrate, sodass wir zwischen den zwei Taten erstmal keine Verbindung zogen. In Studien haben wir herausgefunden, dass 70% aller sexuell motivierten Serienmörder an den Tatorten experimentieren und mit jedem Opfer etwas Neues ausprobieren. Zum Beispiel ihm die Augen oder das Geschlechtsteil herausschneiden. Einem Ermittler, der keine Erfahrung mit solchen Tätern mitbringt, wird es schwerfallen, eine Verbindung zwischen den jeweiligen Taten herzustellen. Er wird von zwei verschiedenen Tätern ausgehen, und das ist falsch. Und dann wird die Polizei zu einem Tatort gerufen, der keine Zweifel zulässt, dass es sich um denselben Täter handelt. In dem Motel, auf dessen Parkplatz man 2,5 Jahre zuvor Marion Carrs Leiche fand, wird eine grausige Entdeckung gemacht. Ein Zimmermädchen stellte beim Saubermachen einen fauligen Geruch im Bereich des Bettes fest. Als sie die Matratze anhob, entdeckte sie eine nackte, mit Handschellen gefesselte Frauenleiche. Wie man sich vorstellen kann, war das ein sehr verstörender Anblick. Die Frau wurde später als Valerie Ann Street identifiziert, eine Prostituierte aus New York City. Am unteren Rücken wies sie eine Schürfwunde auf, verursacht durch ein scharfes Objekt, vermutlich ein Messer. Ihr Körper wies Folterspuren auf. Für den Täter ist diese Demonstration von Macht und Überlegenheit eine erotische Komponente. Er hat die Kontrolle über Leben und Tod seines Opfers. Der Tötungsakt wird daher häufig lange herausgezögert, denn der Täter will, dass das Opfer diesen Prozess bewusst erlebt. Der bestialische Täter hat offensichtlich keine Angst, an den Ort seiner Verbrechen zurückzukehren. Zum zweiten Mal wurde in diesem Motel eine Frauenleiche gefunden. Die Tatsache, dass der Täter dasselbe Hotel aufsuchte, ist durch seinen Narzissmus erklärbar. Man nennt das narzisstische Immunität. Die Personen halten sich für unantastbar und allen anderen so überlegen, dass sie glauben, sie könnten niemals gefasst werden. Und tatsächlich erweist es sich als unmöglich, einen Verdächtigen zu finden. Wir hatten keine Ahnung, wer Valerie Ann Street ermordet hatte. Nur wenige Tage später schlägt der Times Square Ripper wieder zu.
Im Mai 1980 wird ein Motel in New Jersey zum zweiten Mal innerhalb von 2,5 Jahren zum Schauplatz eines Gewaltverbrechens. Die Prostituierte Valerie Ann Street wird tot in einem Zimmer aufgefunden. Zur selben Zeit in einem Versicherungsbüro in New York. Der Angestellte Dominic Volpe lauscht ungläubig den Erzählungen seines Kollegen, des Familienvaters Richard Cunningham, der offen von seinen Vorlieben für das etwas andere New Yorker Nachtleben spricht. Er ging sehr offensiv damit um. Er prahlte mit Besuchen bei Prostituierten in SM-Clubs und Spielhöllen. Er gab richtig damit an. Cunningham behauptet, regelmäßig Gast in SM-Clubs zu sein. Er beschrieb, was in diesen Läden passierte. So erzählte er mir von einer Frau, die einen Mann an der Leine hatte wie einen Hund und der auf allen Vieren kroch. Cunningham folgte den beiden auf die Toilette und dort befahl die Frau dem Mann, die Urinale auszulecken. Cunningham stand auf sowas. Leute erniedrigen, die sich nicht wehren konnten. Schon als Teenager empfinden andere Cunningham als unangenehmen Kontrollfreak. Richard Newman ist damals mit Cunningham in der Leichtathletikmannschaft ihrer Schule in Passaic Valley, New Jersey. Ich lernte Richard auf dem Sportplatz kennen. Er fiel mir auf, weil er nicht regelmäßig zum Training erschien und er gehörte auch nicht richtig dazu. Er hatte nicht mal einen Spitznamen. Er war so ein Klugscheißer, der keinen Respekt vor den Lehrern und der Schule im Allgemeinen hatte. Ich glaube, Autoritäten war nicht so sein Ding. Sich von Gruppen fernzuhalten, ist typisch für Narzissten, weil sie sich für besser als die anderen halten und mit so etwas nicht ihre Zeit verschwenden wollen. Auch Cunningham hielt sich für überlegen. Er war ziemlich groß, ein paar Zentimeter größer als ich jedenfalls, und breitschultrig. Bedroht hatte er aber niemanden. Seine Freunde kommandierte er ein bisschen herum und spielte sich als ihr Anführer auf. Frauen interessierten ihn schon, aber ich erinnere mich nicht an eine Freundin. Wenn wir über Frauen redeten, äußerte er sich meistens abschätzig. In den Umkleiden wurde ja immer viel dummes Zeug geredet. Ich erinnere mich, dass er mit seinen Freunden mal darüber sprach, was sie an Frauen attraktiv fanden, an den Mädchen aus unserer Klasse und an Frauen ganz allgemein. Und wenn ich mich nicht irre, waren das in seinem Fall Mädchen mit großer Oberweite. Große Brüste waren ihm offensichtlich sehr wichtig. Wichtiger als alles andere. Es ist eine Sache, wenn man Frauen mit großen Brüsten als attraktiv wahrnimmt. Aber es ist etwas anderes, wenn man eine Obsession für große Brüste entwickelt und es um die Frauen selbst gar nicht mehr geht. Ein solches abnormes, obsessives Erregungsmuster nennt man Paraphilie. Mit Mitte 30 prahlt Cunningham bei seinen Arbeitskollegen von seinen Erfahrungen mit Prostituierten. Obwohl sie nicht durchweg positiv sind. Einmal erzählte er einem Kollegen, er habe sich bei einer Nutte mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Und darüber war er ziemlich wütend. Keine 2 Wochen, nachdem in dem Motel in New Jersey die zweite Leiche entdeckt wurde, schlägt in New York City der Times Square Ripper erneut zu.
In einem brennenden Hotelbett wird die Leiche einer weiteren jungen Prostituierten entdeckt. Der Täter hat ihr beide Brüste abgeschnitten und mitgenommen. In den meisten Fällen von sexuell motivierten Morden reicht es dem Täter nicht, sein Opfer zu töten. Nur seine Handlungen, die er postmortem an der Leiche vollzieht, verschaffen ihm Befriedigung. Dies sind meist ritualisierte Vorgehensweisen, die den individuellen Fantasien des Täters entspringen. Mit jedem Mord werden diese Handlungen elaborierter, weil der Täter erfahrener wird. Seine Rituale werden persönlicher und immer feiner ausgestaltet. Die Ermittler in New York und New Jersey stehen vor einem Rätsel. Doch nur eine Woche später hilft ihnen der Zufall. Wieder steht das Motel in New Jersey im Mittelpunkt und zum ersten Mal begeht der Täter einen Fehler. Wir waren sehr aufgeregt, als uns die Kollegen aus Hasbrook Heights informierten, dass ein Mann dabei gesehen wurde, wie er aus dem Motel floh. Die Rezeption hatte zuvor eine Beschwerde wegen eines Tumults in einem der Zimmer erhalten. Sie schickten jemand vom Personal hin, um nachzusehen, was los war. Es dauerte mehrere Minuten, bis jemand die Tür öffnete. Die Frau behauptete zwar, es sei alles in Ordnung, aber ihr Blick sagte das genaue Gegenteil. Das Motelpersonal verständigt sofort die Polizei und eine Streife wird vorbeigeschickt. Der Beamte begab sich sofort in den hinteren Bereich, wo sich der Eingang zum Motel befand. Dort war ein Mann gesehen worden, der aus dem Haus gerannt kam und eine Tasche dabei hatte. Dieser Mann wurde gefasst. Er hatte Handschellen dabei und Klebeband, wohl um Opfer zu knebeln oder zu fesseln. Für das Mitführen dieser verdächtigen Gegenstände hatte der Mann keine Erklärung. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um Richard Francis Cottingham aus Lodi, New Jersey. Er hatte Frau und Kinder und war Informatiker in New York City. Er war Mitte 30, ziemlich stämmig und sah nicht besonders gut aus. Ich würde ihn untersetzt nennen. Seine Frau beschrieb ihn als hingebungsvollen Ehemann und aufmerksamen Vater. Obwohl man ihn sozusagen auf frischer Tat ertappt hat, beteuert Cottingham seine Unschuld. Er stritt es einfach ab, was ich wirklich schwer zu akzeptieren fand. Man hat ihn in flagranti erwischt. Er gab sich sehr selbstgefällig in seinen Antworten. Das Einzige, was er zugeben wollte, war, dass er ein Problem mit Frauen hatte. Sofort fahren die Ermittler zu Cottinghams Wohnung in New Jersey. Wir hatten einen Durchsuchungsbefehl dabei, damit wir nach möglichen Beweisstücken suchen konnten, die auf Vergewaltigung oder Mord hindeuteten. In dieser Straße wohnte Richard Cottingham. Cottingham lebt mit seiner Frau und den Kindern in einem Zweifamilienhaus in einem hübschen Außenbezirk. Ich würde die Gegend als Mittelstandswohngegend bezeichnen. Cottingham vermittelte den Eindruck eines ganz normalen Ehemanns und Vaters. Doch wir wussten nicht, was sich unter dieser Maske verbarg. In Wirklichkeit war er ein Monster. Im Haus selbst entdeckt die Polizei Hinweise darauf, dass der Verdächtige tatsächlich der sadistische Mörder ist.
Im Keller des Hauses gab es ein großes, verschlossenes Zimmer, zu dem seine Frau und seine Kinder keinen Zutritt hatten. Der Mann war verheiratet und hatte 3 Kinder. Aber in diesem Zimmer bewahrte er Andenken an seine Opfer auf, Gegenstände aus dem privaten Besitz der Frauen, die er gequält und getötet hatte. Sogenannte organisierte Serienmörder nehmen Erinnerungsstücke an ihre Opfer mit. Einen Ohrring, einen Schuh, ein Kleidungsstück, eine Handtasche. Wie Großwildjäger haben sie ein Trophäenzimmer, um sich an die entscheidenden Momente zu erinnern. Dieses Zimmer steht metaphorisch für die Trennung von ihrem anderen Leben. Hier können sie in ihren narzisstischen Fantasien aufgehen und darin schwelgen, was sie ihren Opfern angetan haben. Der erfolgreiche Fachinformatiker, Ehemann und Vater ist der Times Square Ripper und Prostituiertenmörder. Seine Festnahme kommt für seine Bekannten völlig überraschend. Es war unglaublich. Auf der Arbeit gab es kein anderes Thema mehr. Habt ihr schon gehört? Sie haben Cottingham festgenommen. Und jeden Tag stand etwas Neues über ihn in der Zeitung. Auch wenn er über diese verrückten Sachen gesprochen hat, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er so etwas tun könnte. Das verursacht mir sogar jetzt noch eine Gänsehaut. 35 Jahre später. Ein echter Schock. Bei seinen Arbeitskollegen hat Cottingham nie ein Geheimnis aus seiner Vorliebe für Prostitution, Sadomasochismus und Glücksspiel gemacht. Er war ein Spieler und er hatte keine Angst, etwas zu riskieren. In 95% der Fälle gewann er auch. Er sagte immer, er käme aus jeder Situation heraus. Er wäre der geborene Sieger. Diese Glücksspielnummer wendete er auf sein ganzes Leben an. Er war ein Gewinner. Während seines Prozesses versucht Richard Cottingham, gegen das Rechtssystem anzutreten und auch hier als Sieger hervorzugehen. Er war sehr aufmerksam und machte sich viele Notizen während der Verhandlung. Er lauschte den Aussagen der Opfer und Zeugen sehr konzentriert. Man sah, dass er die ganze Zeit irgendetwas rechnete. Ich kam zu dem Schluss, dass er einfach verschlagen war. Nach mehreren Wochen der Verhandlung hatten alle, die Geschworenen, der Richter, die Gerichtsdiener, denselben Eindruck. Cottingham war ein sehr intelligenter Mann, aber nicht so intelligent, wie er selbst dachte. Er hielt sich für haushoch überlegen. Das war typisch für ihn. Cottingham streitet alle Vorwürfe ab und behauptet, dass seine Handlungen im Fall der Prostituierten Leslie O'Dell im Einverständnis mit ihr erfolgt seien. Gegen den Rat seiner Anwälte besteht Cottingham darauf, selbst vor Gericht auszusagen. Man erklärte ihm, dass man ihn ins Kreuzverhör nehmen würde und dass seine Geschichte ziemlich löchrig sei. Dennoch wollte er unbedingt aussagen. Cottingham liebte es, schlauer zu sein als der Rest und auch als die Strafverfolgungsbehörden. Er hielt sich für den klügsten Mann im Raum und wollte allen zeigen, wie brillant er ist. Ich begann mein Kreuzverhör damit, dass ich ihm die Dinge zugeben ließ, die er nicht abstreiten konnte. Er konnte nicht abstreiten, dass man bei ihm Handschellen sichergestellt hatte. Mit Handschellen waren die Ermordeten Valerie Ann Street und Mary Ann Carr gefesselt worden und auch Leslie Ann O'Dell.
Er konnte nicht abstreiten, dass er ein Messer besaß. Und Valerie Ann Street war mit einem Messer gefoltert worden. Er konnte nicht abstreiten, dass man in seiner Tasche Barbiturate gefunden hatte. Mit Barbituraten war eines seiner Opfer betäubt worden, bevor er es am Straßenrand ablegte. Er konnte nicht abstreiten, dass er Leslie Ann Odell in die Brust gebissen hatte. Denn das sah man auf den Fotos. Dasselbe war auch mit Valerie Ann Street passiert. Im Zeugenstand muss Cottingham auch zugeben, dass ihn Bondage-Praktiken faszinieren. Als der Druck auf ihn weiter zunimmt, ahnt niemand, was der Mörder tun wird, um seiner Strafe zu entgehen. Der wegen mehrfachen Mordes und sexueller Übergriffe angeklagte Richard Cottingham stellt sich in seiner Verhandlung dem Kreuzverhör. Unter dem Druck der Befragung gibt er zu, dass er seit frühester Jugend Bondage-Fantasien hat. Wir fanden heraus, dass er ganz normal in einer Familie der unteren Mittelschicht aufgewachsen war und eine enge Bindung zu seiner Mutter hatte. Cottingham wird in der Bronx geboren und zieht später mit seiner Familie ins idyllische Passaic Valley in New Jersey. Er wohnte 3 Kilometer entfernt von uns. Es war eine tolle Gegend für Kinder mit vielen Parks und Freiflächen. Hier war es. Hier hat er gewohnt. Ein bescheidenes Haus, etwas nach hinten gerückt. Ich war nie bei ihm zu Hause, aber hier wohnte er. Seine Mutter vergötterte ihn. Solche Gewalttäter haben von frühester Jugend an perverse sexuelle Fantasien. Von ihren Morden fantasieren sie oft bis zu 20 Jahre lang, bevor sie ihren Drang ausleben. Cottingham behauptet, dass seine abweichenden Fantasien ihre Ursache in seinem Konsum von Pornografie haben. It's a common trajectory with Das ist der übliche Entwicklungsverlauf. Sadistische, sexuell motivierte Serienmörder fangen mit pornografischer, manchmal auch erotischer Lektüre an oder auch nur mit Katalogen, die Frauen in Unterwäsche zeigen. Vielen reicht das, andere brauchen mehr. Und wenn sie nur dadurch sexuell erregt werden, werden sie immer extremer. Nicht alle Serienmörder sind sadistisch und sexuell motiviert. Aber diejenigen, bei denen es so ist, gehen sehr extrem mit ihren Opfern um. Langsam kristallisiert sich das Bild einer Bestie und ihrer grausamen Methoden heraus. Er sprach die Frauen auf der Straße an und sagte zu ihnen, er wollte nicht einfach nur Sex mit ihnen haben, sondern sie auch in ein Restaurant ausführen. Er behauptete, er hätte gerade viel Geld beim Glücksspiel gewonnen und zeigte den Frauen dicke Geldbündel. Viele ließen sich davon beeindrucken und gingen mit ihm. Während des Essens setzte er sie unter Drogen, brachte sie dann in seinen Wagen und fuhr mit ihnen in ein Motel. Dort missbrauchte und folterte er sie. So ein Mensch ist er. Die Beweislast ist erdrückend und Cottingham sieht sich der Aussicht auf lebenslange Haft gegenüber. Aber er will um jeden Preis vermeiden, dass er ins Gefängnis kommt. Ich hatte kurz den Gerichtssaal verlassen und war oben in meinem Büro. Als ich wieder nach unten kam, rannten alle wie wild um den Haftraum herum, ohne dass man es mir sagen musste, wusste ich, dass er geflohen war. Während einer Verhandlungspause nutzt Cottingham die Gelegenheit zur Flucht.
Er warf dem diensteabenden Beamten eine Jacke übers Gesicht und floh durch das hintere Treppenhaus nach draußen. Ich sah, wie er vor dem Gerichtsgebäude über die Straße rannte. Wir rannten hinterher. Auch ein anderer Kollege hatte ihn entdeckt. Wir konnten ihn auf der Straße schnappen, legten ihm Handschellen an und führten ihn zurück ins Gerichtsgebäude. Richard Cottingham entkommt den Behörden kein zweites Mal. Er wird für schuldig befunden und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. War der sadistische Killer verrückt, böse oder wurde er als Mörder geboren? Wie kommen diese Typen darauf, sie kämen mit so etwas davon? Das frage ich mich immer. Wieso glauben sie, sie könnten immer weitermachen? Wieso sind sie so eingebildet und glauben, sie hätten so viel Macht über andere Menschen? Es gibt viele Gründe, warum ein normaler Mensch so etwas keinem anderen antun würde. Allein schon wegen der Menschen, die diese Person lieben. Psychopathen bereuen nicht, was sie tun. Menschen, die leiden, interessieren sie nicht. Außer natürlich, sie sind Sadisten, denn dann wollen sie das ja. Ein Psychopath und ein Sadist sind also nicht dasselbe. Aber in der Kombination handelt es sich um sehr gefährliche Individuen. Manche Leute sammeln Trophäen für ihre Erfolge im Sport oder bekommen Ehrungen für ihren Einsatz in der Gemeinde. Cottingham belohnte sich mit Trophäen für seine kriminellen Aktivitäten, mit denen er davongekommen war. Sie waren Sinnbild dafür, wie gerissen und charmant er war und wie viel klüger als alle anderen. And how smarter than everyone else he was. Cottingham ist der klassische sexuell motivierte Serienmörder. Um solche Täter verstehen zu können, muss man sich mit ihrem sexuellen Erregungsmuster befassen. In seinem Fall werden Sex und Aggression vermischt. Und der aggressive Akt wird erotisiert. Für ihn gehört Schmerz zum Geschlechtsverkehr, daher auch das Beißen und ähnliche Aktivitäten. Und das alles in einem gesteigerten Ausmaß. Dieser Drang bestimmt alles. Ich tippe auf einen genetischen Defekt. Nur kranke Menschen assoziieren Sexualität mit Schmerz, Verletzungen und Tod. Für einen Psychopathen sind die Weichen im Grunde gestellt. Er muss danach trachten, über andere Menschen Macht auszuüben. Und vor allem bei einem Sadisten wie Cottingham liegt die Vermutung nicht fern, dass er schon als Mörder geboren wurde. . 2010 gesteht Cottingham in der Haft den Mord an einer weiteren Frau, der zweifachen Mutter Nancy Vogel, die er 1967 im Alter von 20 Jahren umbrachte. Man geht davon aus, dass er noch weitere Morde begangen hat. Eins steht jedoch fest. Wer dem Mörder und Folterer Richard Cottingham begegnet ist und das Glück hatte zu überleben, wird dies nie vergessen. Er war anders als alle Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und ich habe wirklich viele schlimme Menschen kennengelernt. Aber er ist in seinem Wesen böse. Wenn einer mit Nutten rummacht oder mit Krankenschwestern oder mit wem auch immer, von mir aus. Aber man bringt niemanden um. Man enthauptet niemanden. Man schneidet niemandem die Hände ab. Wer das tut, ist krank. Thank you.
stellten uns eine Bedieneinheit. Wir redeten viel miteinander. Richard war sehr belesen, wusste immer über Aktuelles Bescheid und interessierte sich vor allem für medizinische Themen. Er war ziemlich klug. Damals war es noch etwas Besonderes, IT-Fachmann zu sein. Unser Rechenzentrum nahm 4 Stockwerke eines kompletten Häuserblocks ein, für 17 Megabyte Speicher. Damals gab es noch keine Gigabytes. Damals war das das Neueste vom Neuesten. Das Auffälligste an ihm war, dass er nicht stillsitzen konnte. Ich nannte ihn den Beinzappler, denn er saß immer im Büro und zappelte mit den Beinen und mit dem Rücken. Das ging die ganzen 8 Stunden unserer Schicht so. Auf der anderen Seite des Flusses in New Jersey. Detective Grieco, der mit den Ermittlungen im vermissten Fall Marianne Carr befasst ist, wird zu einem Leichenfund in einem Motel. Eine Frau unter mysteriösen Umständen aus einem Apartmentkomplex in Little Ferry, New Jersey, verschwunden war. Suspicious circumstances. Marianne Carr war röntgentechnische Assistentin und erst seit kurzem verheiratet. Sie und ihr Mann wohnten in einem Apartment mit Garten. Die Umstände ihres Verschwindens waren merkwürdig. Ihr Ehemann meldete sie als vermisst, obwohl er auf Geschäftsreise war. Marianne Carr taucht zu einer Verabredung mit ihrer Schwiegermutter nicht auf. Besorgt meldet sich ihr Ehemann bei der Polizei. In der Wohnung fanden sich keine Spuren eines Einbruchs, keine zerstörten Gegenstände oder Ähnliches. Niemand wusste, was mit Marianne Carr geschehen war. Während der Abwesenheit des Ehemanns macht ein Nachbar eine Beobachtung, die ihm verdächtig vorkommt. Ein Zeuge, der im selben Haus wohnte, sah an diesem Tag beim Ausparken im Rückspiegel einen Mann, den er für Carrs Ehemann hielt. That he thought was Marianne Carr's husband. Was die Polizei nicht weiß, Carrs Ehemann hat Ähnlichkeit mit einem ehemaligen Bewohner der Apartmentanlage in Little Ferry, einem erfolgreichen IT-Fachmann aus New York. Richard Francis Cottingham. Er arbeitete in Midtown Manhattan für eine große Versicherungsgesellschaft. Blue Cross Blue Shield. Which is a very substantial insurance company. Dominic Volpe war 13 Jahre lang Cottinghams Arbeitskollege. Richard und ich, der Jahre, geht in New York und New Jersey ein Serienmörder um. Dieser Täter war besonders grausam. Er ist gnadenlos und extrem. Es waren bizarre und blutige Taten, verbrannt, enthauptet, zerstückelt und völlig mitleidlos. Narzissten halten sich mitunter für unsichtbar und unantastbar. Zum zweiten Mal wurde in diesem Motel eine Frauenleiche gefunden. Wer war der sadistische Serientäter? Welcher kranke Mistkerl tut so etwas? ...1977 wird Detective Alan Grieco aus New Jersey mit einem Rätsel konfrontiert. Man informierte uns, dass eine junge, verheiratete... ...nahe des Flughafens gerufen. Die Frau trug eine weiße Krankenschwesteruniform. Nun war Marianne Carr kein Vermisstenfall mehr, sondern ein Mordfall. Ihre Leiche lag zwischen dem Bürgersteig und diesem Zaun.
Marianne Carr's body had ligature marks. Die Leiche wies Fesselspuren an Hand- und Fußgelenken auf. Wie sich herausstellte, stammten diese Fesselspuren von Handschellen. Und dann gab es auch noch Würgemale an ihrem Hals. Die Ermittler vermuten, dass der Täter Marianne Carr aus einem Fahrzeug geworfen hat, aber konkret